Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was wollen wir hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir: Was beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister: Warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Was wollen wir hierzu sagen? Die Heiden, die nicht der Gerechtigkeit nachjagten, haben Gerechtigkeit erlangt, nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. So gut. Ich freue mich sehr zum Dasein, trotz dem Text. Ich habe ja schon lange nicht mehr predigt da, also ich glaube seit dem frühen Sommer nicht mehr. Und ich wollte eigentlich etwas so zum wieder warm werden, etwas locker Flockiges bringen. Und gewisse Leute, ich will jetzt keinen Namen nennen, Ralf, Matthias, haben darauf bestanden, dass ich über Römer 9 predige. Ich habe vorgeschlagen, ich habe denen auch gesagt, ich würde gerne über das Grußkapitel vom Römerbrief reden. Und der hat gesagt, nein, Grußkapitel machen wir nicht. Vor zwei Wochen predigte Timon und kommt, ich predige über das Grußkapitel. Habe ich auch gewusst, wer mir das weggeschnappt hat. Aber jetzt eben, ich liebe den Römerbrief, aber das Kapitel ist wirklich mein Stiefkind unter allen Paulus-Texten. Und jetzt tauchen wir da ein und ich sage einfach, ihr müsst euch auf ein bisschen wilden Ritt vorbereiten für die nächsten 60 bis 70 Minuten. Fangen wir schön an. Der Text, wo wir jetzt einen Auszug daraus gehört haben, aus Kapitel Römer 9, das ist ein Text, der unmittelbar auf das sensationelle, herrliche Kapitel Römer 8 folgt. Und Römer 8 ist ja wirklich so, der ganze erste Teil vom Römerbrief schwingt sich so auf zu dem Kapitel von Römer 8, zu dem Lob von der Liebe Gottes, wo der Paulus sich förmlich überschlägt vor Begeisterung und deutlich macht, Gottes Liebe steht fest für uns Menschen. Es gibt nichts, das ist so der Klimax von dem Kapitel, Kapitel 8. Es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet. Weder Hochs noch Tiefs, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, keine Macht auf dieser Erde. Nichts, was geschaffen ist, nichts kann sich der Liebe Gottes widersetzen, wo uns in Jesus begegnet. Und der Paulus ist begeistert von dem. Und das ist eine Botschaft, wo sich uns darf und soll ins Herz einbrennen. Wo gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt drin sind, so extrem wichtig ist, dass wir uns das vor Augen malen. Wir sind Geliebte Gottes. Du bist ein geliebter Mensch. Du bist ein geliebter Mensch. Das ist das Fundamentalste, was man überhaupt kann sagen kann über dein Leben. Und wenn alle Lichter ausgehen und alle Türen geschlossen werden, du bist ein geliebter Mensch. Das ist mitten in allen Unsicherheiten von unserer Zeit, mitten in allen Ängsten, die die Pandemiekrise auslöst, mitten in all diesen in dem Argwohn und in den Beschuldigungen und weiss nicht was alles, mitten drin schreibt Gott in fette Buchstaben über dein Leben. Gott ist für dich. Du bist ein geliebter Mensch. Und so nach dem Höhenflug von Römer 8 kommt dann das Kapitel vom
Römer 9. Und wahrscheinlich haben sich schon manche Bibelleser gewünscht, dass der Römerbrief doch einfach mit dem unglaublichen Höhepunkt von Römer 8 würde aufhören. Aber dann geht es weiter und der Paulus fährt fort in einem völlig anderen Tonfall. Er sagt am Anfang von Römer 9, das ist jetzt nicht in der Lesung vorgekommen, aber da sagt er, ich habe grosse Traurigkeit und unaufhörliche Schmerzen in meinem Herz. Und man liest das und denkt, ja, wie ist jetzt das möglich? Von diesen Höhen vom Lob, von der Liebe Gottes. Und im nächsten Vers ist der Paulus zu Tode betrübt, völlig aufgerieben und sagt, ich habe grosse Traurigkeit in meinem Herz. Sein Herz ist zerbrochen über Israel, über ein auserwählten Volk Gottes, wo er selber dazu gehört. Und er nimmt sich jetzt 3 Kapitel Raum, nicht nur Römer 9, sondern Römer 9, 10 und 11, um sich auseinanderzusetzen mit dieser Frage, was ist eigentlich mit Israel los. Und wir müssen uns ein bisschen in die damalige Situation hineinversetzen, um zu verstehen, warum die Frage ihn so bedrängt hat. Weil bei all dem, was man sagen kann, zu dieser Liebe Gottes, die jetzt für alle Menschen erschienen ist, und zu dieser Jesusbewegung, die aufbricht und wo Menschen aus allen Völkern und Nationen, Griechen, Römer, es wird ja aufgezählt in der Apostelgeschichte, was für Nationen und was für Völker jetzt zu der Gemeinde gehören. So gewaltig das ist, stellt sich natürlich die Frage für den Paulus, für die ersten Jünger und Jüngerinnen von Jesus, wo alle Juden gewesen sind, alle Teil vom Volk Israel gewesen sind, alle sich von dieser Berufung von Israel her verstanden haben. Für sie stellt sich die Frage, ja, was ist jetzt eigentlich mit Israel? Was ist jetzt mit Gottes Bundesgeschichte, die er mit dem Volk Israel geschrieben hat, wenn plötzlich die Kirche von Heiden geflutet wird? Was gibt es eigentlich zu Israel und zum Schicksal von Israel noch zu sagen? Und jetzt holt der Paulus aus und zuerst mal schaut er zurück. Er geht wie die Geschichte zurück an Anfang, um zu zeigen, wie funktioniert das eigentlich mit der Erwählung von Gott. Und die Geschichte ist natürlich der Hörer, auf jeden Fall der jüdische Hörer und Leser vom Römerbrief, bestens vertraut. Die fängt an mit dem Abraham, wo die Verheißung überkommt von Gott. Aus dir wird ein Volk entstehen, hervorgehen. Und durch das Volk wird ich alle Nationen segnen. Es fängt an mit dem Abraham. Und der Abraham hat dann 2 Söhne gehabt. Der erste, der hat er ein bisschen verfrüht gezeugt mit einer Magd, mit einer Dienerin, mit der Hagar. Das ist der Ismael gewesen. Und dann hat er nachher einen zweiten Sohn gehabt mit seiner Frau Sarah, die schon irgendwie 90 Jahre alt war. Eigentlich ein Wunderkind. Der Isaac natürlich. Und jetzt interessanterweise sagt jetzt der Paulus an dieser Stelle, also er erinnert an die Geschichte, oder? Und sagt, Gottes Weg von der Erwählung führt jetzt nicht über den Ismael, sondern führt über den Isaac. Das ist noch nachvollziehbar für die Juden damals. Die denken, ja klar, oder der Isaac kommt ja von der Sarah, also das ist so ein Wunderkind, klar. Gott schreibt mit ihm Geschichte weiter. Aber der Isaac hat mit der Rebekka wieder 2 Söhne, und zwar den Esau und den Jakob. Und das sind Zwillinge und die haben die gleiche Mutter und den gleichen Vater. Also da ist die Entscheidung nicht mehr so klar. Und eigentlich müsste der Esau der sein, wo Gott seine Geschichte weiterschreibt, weil der Esau ist der Erstgeborene. Gut, bei Zwillingen, der Esau hat nur ein paar Minuten Vorsprung gehabt wahrscheinlich, aber das hat man damals sehr genau genommen. Der Esau, ihm gehört das Erstgeburtsrecht. Und der Paulus sagt jetzt, nein, Gott hat nicht den Esau ausgewählt, sondern den Jakob. Und zwar bevor der Esau sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verhökert hat. Die Geschichte kennen vielleicht auch einige von euch. Vorher schon, vor der Geburt, der Paulus sagt schon, vor der Geburt hat Gott beschlossen, ich schreibe meine Geschichte mit Jakob weiter und nicht mit dem Esau. Was ist die Logik dahinter? Wie funktioniert Erwählung an dieser Stelle? Und jetzt zeichnet der Paulus ein Bild, und ich probiere da ein bisschen durchzunehmen. Ein Bild, das zuerst einmal ziemlich befremdlich anmutet. Paulus, es scheint zumindest so, als ob der Paulus würde sagen, ja, Gott wählt den einen aus und den anderen verwirft er. Darum heisst es denn da auch, er zitiert einen Prophet, den Maleachi, und sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ja,
Was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott ungerecht? Das sei ferne. Und dann zitiert er wieder eine Stelle aus dem Alten Testament. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und dann sagt er, ja, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und er verstockt, wen er will. Also, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Es ist jetzt nicht unbedingt der Vers, wo man so als Postkarte auf den Kühlschrank klebt oder so. Der hat es jetzt auch, glaube ich, noch in keinem christlichen Kalender geschafft. Es sei denn, du heisst Jakob. Dann ist es vielleicht dein Lieblingsvers. Wenn du jetzt zufällig Jakob heisst, dann kannst du den aufhängen. Aber für andere ist es jetzt nicht so begeisternd. Es gibt aber durchaus eine Gruppe von Christen, die so Vers sehr, sehr festhalten. Und zwar sind das Leute, die man redet von einem deterministischen Gottesbild festhalten. Das ist ein Bild, das sagt, Gott kontrolliert alles und Gott bestimmt das Schicksal von Menschen im Voraus. Menschen haben mit dem überhaupt nichts zu tun. Man redet dann auch, es sind Leute, die sich oft auf den Reformator Johannes Calvin berufen. Nicht immer zu Recht berufen sie sich auf ihn, aber die reden von einer doppelten Prädestination. Vielleicht habt ihr das irgendwo schon gehört. So. Doppelte Prädestinationslehre. Prädestination heisst Vorherbestimmung. Und die Idee dahinter ist die, Gott hat Menschheit von Anfang an vorherbestimmt, und zwar zu einem doppelten Ausgang. Die einen sind vorherbestimmt zum Heil, zum Himmel, zur Gemeinschaft mit Gott, und die anderen sind vorherbestimmt zum Unheil, zur Hölle, zur Verdammnis. Und Gott hat quasi Karten schon vor Grundlegung der Welt gemischelt, hat die Menschen eingeteilt, und da gibt es überhaupt nichts mehr dran zu rütteln. Und der Text macht zuerst mal den Eindruck, als ob tatsächlich Gott tatsächlich so würde verfahren mit den Menschen. Und wer sich jetzt aufregt und sagt, ja, aber das ist ja ein Skandal, das wäre ja gar nicht fair, das ist ja gar nicht gerecht, oder? Dem wird dann noch vom Text noch richtig übers Maul gefahren. Das heisst, du sagst zu mir, was beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Berechtigt die Rückfrage, oder? Warum sollen wir noch Verantwortung haben für unser Leben, wenn von Anfang an alles festgelegt ist und ganz klar ist, in welcher Band dass du spielst oder in welchem Lager dass du landest? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Also, es tönt so, wie wenn einem dann noch jede Rückfrage verboten wird. Und ich kann nur sagen, wir können jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber die deterministische Sicht von Gottes Geschichte mit dem Mensch, die Vorstellung, dass Gott völlig am Mensch, völlig unabhängig von uns und von unserem Leben und von unserem Herz entscheidet, wer zum Heil vorherbestimmt ist und wer zum Unheil vorherbestimmt ist. Die Vorstellung hat sehr viel Angst und sehr viel Unsicherheit ausgelöst in der Kirchengeschichte, in der Theologiegeschichte. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob man unseren Text wirklich so muss verstehen. Ich glaube nicht, und ich will euch ein paar Gründe sagen, warum ich das nicht denke. Zuerst einmal, und ich hoffe, dass euch das vielleicht hilft, überhaupt zum Umgang mit schwierigen Texten in der Bibel. Der erste Tipp, um den Text besser zu verstehen, oder eine Ahnung bekommen, in welche Richtung das geht, ist zuerst einmal umschauen. Das haben wir schon gemacht, oder? Wir haben uns schon umgeschaut, wir haben gesehen, vor unserem Text, unmittelbar vor unserem Text, setzt der Paulus an zu so einem Lob von der Liebe Gottes in Römer 8. Und er ist begeistert über die Liebe Gottes, die über einem Mensch steht. Und jetzt muss man sich überlegen, wenn wirklich der Text von Römer 9, das würde ich sagen, was manche Leute denken, oder was sich einem vielleicht beim ersten Mal lesen aufdrängt. Wenn das wirklich der Fall ist, dann fällt ein schwerer Schatten auf das Kapitel vom Römer 8, auf das Lob von der Liebe Gottes. Wie denn? Dann wird wie ein doppelter Boden eingezogen, oder? Dann muss man wie ein Aber hinterher setzen. Ja, Gott, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, weder Himmel noch Hölle, außer natürlich, dass Gott dich zur Hölle vorherbestimmt hat, denn hast du Pech gehabt, oder? Dann wird wie nach dem Kapitel von Römer 8 wird nachher wie eine Klammer ums Ganze gemacht, wie ein neues Vorzeichen dran gemacht. Ja,
die Liebe Gottes und so, das ist schon gut. Ausser du gehörst halt nicht zu denen, die geliebt werden, oder? Also Esau, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Also wenn du ein Esau bist, hast du einfach die Arschkarte gezogen. Das ist jetzt einfach, den hast du Pech gehabt. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist immer eine gute Grundregel, davon auszugehen, dass die biblischen Autoren nicht völlig geistig umnachtet gewesen sind, wo sie ihre Texte verfasst haben. Und dass sie sich nicht innerhalb von den gleichen paar Versen fundamental widersprechen. Darum würde ich mal sagen, es gibt Grund zum skeptisch sein gegen so eine deterministische Lesung von dem Kapitel 9, wenn der Paulus in Kapitel 8 die Liebe Gottes für alle Menschen so stark rausstreicht. Und dann der zweite Schritt wäre, rauszuzoomen. Einmal so der gesamtbiblische, man redet vom gesamtbiblischen Kontext oder den gesamtbiblischen Zusammenhang mal anschauen. Wie sieht es eigentlich in dieser ganzen grossen Geschichte aus, wo Gott mit dem Menschen schreibt? Und dort würde ich das Gleiche sagen, schon im Alten Testament wird deutlich, dass Gott zwar, und das ist Paulus ja wichtig, auch gerade in unserem Text, dass Gott zwar an einem bestimmten Punkt mit bestimmten Menschen anfängt, seine Geschichte zu schreiben. Dass Gott seine Absichten für die Menschheit an einem bestimmten Punkt mit dem Abraham und mit einer bestimmten Familie, er schafft mit bestimmten Leuten und einer bestimmten Linie von Menschen, aber dass er von Anfang an die ganze Menschheit im Blick hat. Das wird deutlich schon bei der Verheißung an Abraham. Durch dich sollen alle Völker, alle Nationen gesegnet werden. Es wird deutlich zum Beispiel in dieser sensationellen Geschichte vom Prophet Jona, wo einer heidnischen Stadt, einer assyrischen Stadt ist es, glaube ich, den Untergang ankündigt und sagt, Ninive wird untergehen. Und er freut sich insgeheim, um dabei zu sein und die Special Effects von Gott mit beobachten. Und Gott zieht sein Unheil zurück über dieser Stadt, weil die Stadt Buss tut, weil die Stadt umkehrt zu Gott. Und dann ist der Jona sauer. Und Gott sagt zum Jona nachher, versteht ihr, von einer Stadt, von einer heidnischen Stadt, die mit Israel nichts zu tun hatte. Und Gott sagt von dieser Stadt, soll mein Herz nicht zerbrechen, soll ich nicht voller Erbarmen sein für die Menschen von dieser Stadt. Es gibt an so vielen Stellen im Alten Testament wird deutlich, dass Gott zwar mit einem bestimmten Volk seine Geschichte anfängt zu schreiben, aber dass sein Herz für alle Menschen schlägt. Und natürlich in Jesus Christus wird das umso deutlicher. Es ist kein Zufall, dass die Vers, die so zu den absoluten Top-Vers vom Neuen Testament zählen, das so unmissverständlich klar machen. Die meisten, die irgendwie christlich aufgewachsen sind, haben den Vers auswendig gelernt. Johannes 3, 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Gott hat die Welt. Was ist eigentlich mit Welt gemeint? Ja, wahrscheinlich alles. Wahrscheinlich alle, oder? Und es gibt einen Vers im 1. Timotheus, der auch sehr bekannt worden ist. Was heisst, das gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und ein bisschen später ist dann von Jesus dreht, wo sein Leben für uns hingegeben hat. Und dann heisst, damit zu der von Gott bestimmten Zeit der Beweis erbracht wird, dass Gott alle will retten. Und wer jetzt kommt, irgendein theologischer Schlaumeier, der jetzt kommt und das nochmal einklammert und sagt, ja, da steht zwar alle, aber gemeint sind alle, wo Gott vorherbestimmt hat zum Heil. Und die meisten hat er halt nicht vorherbestimmt. Also die Schlaumeier, die tun diesen Text einfach Gewalt an. Es ist so unmissverständlich, dass da ein Herz von Gott und der Heilswille von Gott für alle Menschen gemeint ist. Okay, jetzt haben wir zwei Schritte sind wir schon gegangen. Wir haben im Umfeld vom Text geschaut und wir haben rausgezoomt auf, sag jetzt mal, auf Gottes Geschichte mit dem Menschen. Und das leitet uns beides nach, um unseren Text nicht so verstehen, wie ihn vielleicht so Hardcore-Calvinisten wollen verstehen. Das ist jetzt aber noch nicht wirklich hilfreich, weil der Text ist ja so, wie er ist. Und die Frage ist, welches Verständnis von dem Text macht Sinn? Ich will noch ein paar Beobachtungen zum Text selber äußern. Ich habe jetzt das mal unter den Titel gestellt, einzoomen, also vertiefte Beobachtungen vom Text selber anstellen.
Um was geht es in diesem Text? Ich habe am Anfang schon gesagt, der Paulus fragt sich, was ist jetzt eigentlich mit der Berufung von Israel? Was ist so die mit der heilsgeschichtlichen Aufgabe, die das Volk Israel als Bundespartner Gottes hatte? Und oft, auch in dieser kalvinistischen Lesung, wird der Text so verstanden, als ob er etwas über das individuelle Heil von Menschen aussagt. Und das ist auch so ein bisschen typisch für unsere Zeit, oder? Wir leben in einer massiv individualistischen Zeit. Ich habe auch schon über das geredet, dass wir lesen die Bibel und haben immer das Gefühl, es geht nur um mich und meinen Jesus, oder? Und wir lesen den Text und haben das Gefühl, da geht es um mich und meinen Jesus, da geht es ums Heil der Einzelnen, ums individuelle Heil. Aber das ist nicht, was der Paulus an dieser Stelle interessiert. Was ihn interessiert, ist ein Schicksal oder Berufung, die kollektive Berufung vom Volk Gottes, nicht das individuelle Heil. Und so wie es der Paulus strickt in diesem Kapitel, würde ich zwei Sachen festhalten. Und zwar das Erste ist, dass tatsächlich Gottes Absichten etwas Unverfügbares und etwas Geheimnisvolles haben. Gott hat Freiheit, Gott hat das Recht, Gott kann sich entschliessen, seine Geschichte mit einer bestimmten Familie anfangen zu schreiben. Mit dem Abraham und nicht mit Fritz und dem Paul und dem Heinrich und wer es sonst damals noch gegeben hat. Er kann sich und darf sich entschliessen, seine Geschichte mit dem Abraham zu schreiben. Er darf sich entschliessen, seine Geschichte mit dem Isaak weiterzuschreiben und nicht mit dem Ismael, mit dem Jakob und nicht mit dem Esau. Gott hat ein Vorrecht, er darf sich entscheiden, seine Geschichte mit bestimmten Menschen zu verfolgen. Und in diesem Zusammenhang müssen wir auch den Satz verstehen, wo es heisst, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Also, das ist natürlich starker Tobak. Und wichtig ist bei solchen Stellen, dass man versteht, nicht nur der Paulus an dieser Stelle, sondern auch sonst im Neuen Testament wird oft so eine hyperbolische, übertriebene Redeweise gebraucht. Es gibt doch den Vers, wo Jesus sagt, wer nicht Vater und Mutter und Brüder und Schwester und so weiter und Kinder, seine eigenen Kinder hasst um meinetwillen, ist nicht würdig, ein Jünger von mir zu sein. Und an dieser Stelle, das ist so deutlich, dass Jesus erstens eine übertriebene Aussage macht und eine Aussage, die etwas zu tun hat mit der Priorität und nicht damit tatsächlich Menschen zu hassen. Es würde keinen Sinn machen, wenn der Mensch, der sogar sagt, wir sollen unsere Finden lieben, uns ein paar Vers später auffordert, unsere Eltern zu hassen. Er hat ja sogar dazu aufgerufen, die Eltern zu ehren und zu lieben. Es macht keinen Sinn, ausser man versteht das Hassen als eine Priorität, Hassen bedeutet, in der Priorität zurückstellen. Und so ist es an dieser Stelle auch gemeint. Den Jakob habe ich geliebt, ich habe ihn vorgezogen, ich habe mich entschieden, mit ihm meine Geschichte zu schreiben. Den Esau habe ich gehasst, ich habe ihn zurückgestellt in der Priorität, ich habe den Jakob vorgezogen. Oder? Und um das geht es bei der Berufungsfrage. Gott kann irgendwo anfangen und sich bestimmte Menschen rausgreifen und seine Geschichte verfolgen. Eine Geschichte, die schlussendlich bis auf Jesus Christus zeigt und in Jesus Christus dann aufgeht für die ganze Welt, für Menschen aus allen Nationen. Also das ist mal wichtig, dass man das festhalten. Gott kann und darf und ist frei, um bestimmte Personen und ein bestimmtes Volk für seine Geschichte auszuwählen. Das Zweite, was man muss festhalten, und das ist mir natürlich mega wichtig, das bedeutet nicht, dass der Mensch nichts mit dem zu tun hätte und Gott seine Pläne über die Köpfe der Menschen hinweg verfolgt oder an den Herzen der Menschen vorbei verfolgt. Und das, interessanterweise sieht man das gerade am Fazit, wo der Paulus aus dem Kapitel zieht. Das ist ja vielleicht auch eine gute Grundregel, gerade im Römerbrief oder gerade in den Briefe vom Neuen Testament. Es ist immer hilfreich, bei komplexen Texten sich zu fragen, fasst der Autor sein Hauptargument irgendwo zusammen? Wie das gehört zu dem Argumentationsstil, den der Paulus auch braucht im Römerbrief, dass er zuerst mal ausholt und dann verschiedene Beobachtungen macht und verschiedene Sachen sagt und dann irgendwann auf den Punkt kommt und sagt, okay Leute, was ich mit dem will sagen, ist Folgendes. Und es gibt am Schluss von Kapitel 9 genau so einen Punkt, wo der Paulus am Schluss
zusammenfasst und sagt, was sollen wir jetzt da dazu sagen? Was meine ich jetzt mit dem Ganzen? Und an dieser Stelle sagt er gerade nicht, wie wenn man jetzt so nach Vorherbestimmung und Prädestination und so denkt, dann würde man ja erwarten, dass der Paulus am Schluss sagt, okay, was ich meine mit dem ist, Gott bestimmt einseitig, was Schicksal von Menschen ist. Ihr habt damit gar nichts zu tun. Ihr könnt einfach hoffen oder euch freuen, wenn ihr in der richtigen Mannschaft landet. Aber das ist nicht, was der Paulus sagt, sondern er sagt da, was soll man sagen? Die Heiden, die nicht der Gerechtigkeit nachgejagt sind, haben Gerechtigkeit erlangt, nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber, wo im Gesetz von der Gerechtigkeit nachgejagt hat, hat das Gesetz nicht erreicht. Warum das? Weil es Gerechtigkeit nicht aus Glauben gesucht hat, sondern aus dem Werk. Der Paulus macht an dieser Stelle deutlich, Heiden, Leute, die nicht zum Volk Gottes, zum Volk Israel gehören, haben Gerechtigkeit erlangt, weil sie geglaubt haben. Also das hat etwas zu tun mit den Menschen, das hat etwas zu tun mit uns, oder? Sie haben geglaubt, sie sind dem Ruf von Gott gefolgt, sie haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Das ist die Geschichte, die Apostelgeschichte erzählt, oder? Wo der Petrus aufsteht in dieser Predigt und sagt, wer jetzt möchte dem Jesus nachfolgen? Wer möchte sein Vertrauen auf den Jesus setzen? Der soll umkehren und dann werden Tausende von Menschen aus allen Nationen, aus allen Ländern, werden zu der Gemeinde hinzugefügt. Und das hat zu tun mit etwas, was im Herz von Menschen passiert ist. Also Gott hat die Freiheit, bestimmte Menschen auszuwählen, aber der Paulus macht auch deutlich, dass die Rolle, die die Menschen dann spielen, dass es nicht ein Marionettentheater ist, wo Gott einfach Fäden zieht oben und wir gewackelt durchs Leben durch, sondern dass wir zu tun haben mit dem, dass wir die Art und Weise, wie wir involviert sind, wie unser Herz reagiert auf das, das hat zu tun mit dem, was Gott mit uns nachher macht. Und interessanterweise wird das gerade an dem Beispiel deutlich, wo der Paulus kurz vorher anführt, nämlich das Gleichnis vom Töpfer und vom Ton. Das ist auch in der Textlesung vorgekommen. Da sagt der Paulus, hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus dem gleichen Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem oder zu schändlichem Gebrauch zu machen? Und viele lesen das und denken, ja, da haben wir es ja. Also, wenn es noch irgendeinen Beweis gebraucht hat, dann ist es jetzt das Beispiel, das Bild, oder? Gott ist frei. Gott ist der Töpfer. Er ist aktiv. Er sagt, was er will machen mit dem Ton. Wir sind der Ton. Wir sind passiv. Wir sind kalter, lebloser Ton. Aber sehr wahrscheinlich hat der Paulus nicht das wollen sagen, sondern ziemlich genau das Gegenteil von dem wollen ausdrücken mit dieser Analogie. Und zwar, ich probiere euch das fortzuführen, wenn der Paulus vom Töpfer und vom Ton redet. Für damalige Hörer ist klar gewesen, auf was er anspielt. Er spielt an auf Jeremia 18. Das ist das ausführlichste Gleichnis vom Töpfer und vom Ton, das man in der Bibel findet. Und in Jeremia 18, Gott schickt Jeremia, den Prophet, ins Haus von einem Töpfer. Sagt, jetzt gang mal schauen. Gang mal schauen, was der Typ macht. Und Jeremia beobachtet den Töpfer. Und dann wird beschrieben, dass er gesehen hat, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf dieser Töpferscheibe gedreht hat. Und dann ist ihm das Gefäß misslungen. Und das heisst, er hat den Ton genommen und hat ein neues Gefäß daraus geformt, das ihm besser gefällt. Also, der Töpfer, und das ist schon mal wichtig zum Festhalten, der Töpfer ändert seine Absichten, wo ihm sein ursprünglicher Plan nicht gelingt. Und Gott erklärt jetzt dem Prophet Jeremia, erklärt er das Bild und sagt, Volk Israel, kann ich mit euch nicht genauso umgehen, wie der Töpfer mit seinem Ton. Ihr seid in meiner Hand wie Ton in der Hand vom Töpfer. Wenn ich einem Volk oder Königreich androhe, es auszureissen und zu vernichten, das Volk sich aber von seiner Bosheit abwendet, dann werde ich meinen Entschluss ändern. Ich lasse ein androhtes Unheil nicht über sie hineinbrechen. Was ich faszinierend finde an dem Bild, es wird deutlich, dass wir es mit einem ausgesprochen flexiblen Töpfer zu tun haben.
Es wird deutlich, dass da etwas Dynamisches passiert zwischen dem Töpfer und dem Ton. Und dass der Töpfer die Freiheit hat, um seine Absichten zu ändern, je nachdem, wie es ihm gelingt mit dem Ton. Und versteht ihr, ich glaube, ein Grund, warum wir die Dynamik in diesem Bild nicht verstehen, hat damit zu tun, dass wir so ein bisschen in einer Dienstleistungsgesellschaft leben. Der grösste Teil der Bevölkerung lebt irgendwo, hat irgendeinen Beruf, den er am Computer zu tun hat, mit, weiss auch nicht, mit Zahlen und mit Tabellen oder weiss ich was, ich eingeschlossen. Und wir sind uns nicht mehr gewöhnt an das, was für jeden Handwerker selbstverständlich ist. Jeder Schreiner oder jeder Gigenbauer, der es mit Holz zu tun hat. Oder jeder Steinmetz, der einen Fels beschlägt. Oder jeder Gärtner, der Pflanzen aussagt, der einen Garten bepflanzt. Die können alle erzählen davon, dass das Material eine Eigenwilligkeit hat. Dass das Material eine Eigendynamik hat. Manchmal sagt man es sogar so, oder? Man bearbeitet irgendwie ein Holz, irgendetwas und sagt dann, ja, das will nicht. Das will jetzt nicht, oder? Also es gibt so ein Buch von einem Gigenbauer, wo das beschreibt, wie er Baumstämme auswählt. Und wie er dann merkt, wie die Baumstämme quasi entweder sich seinen Plänen, seinen Absichten zum Gegenbauen entweder fügen oder sich widersetzen. Dann sagt man, ja, der Baum will nicht, der Stamm will nicht oder der Stein will nicht. Wenn der Stein jetzt etwas will rausschlagen und er merkt irgendwie, das funktioniert mit dem Stein jetzt nicht. Und die Dynamik, das Hin und Her zwischen dem Handwerker und dem Material, wird jetzt übertragen auf die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. An dieser Stelle. Und an das erinnert das Bild von Paulus. Gott ist der Töpfer. Und er hat Absichten über dem Leben von Menschen. Und er ist frei, um bestimmte Pläne zu verfolgen mit Menschen. Aber er verfolgt diese Pläne nicht an unserem Herz und nicht an unserem Kopf vorbei. Sondern er verfolgt diese Pläne mit uns zusammen. Und manchmal widerstehen wir den Absichten Gottes. Manchmal erweisen wir uns als widerborstig und rebellisch. Und Gott muss seine Pläne abändern. Gott muss seine Absichten verändern. Und manchmal überraschen Menschen Gott mit ihrer Bußfertigkeit, mit ihrer Bereitschaft, Gott an sich wirken zu lassen. So wie im Fall von dieser Stadt Ninive, wo umgekehrt ist zu Gott und dann ändert Gott seine Pläne. Also ich muss in Zielgerade kommen. Ich würde so ausdrücken. Wenn man ein Kapitel Römer 9 insgesamt im Blick nimmt, dann wird deutlich, dass das Kapitel, dass der Paulus mit dem Kapitel nicht die Begeisterung für die Liebe Gottes, die er im Kapitel vorher zum Ausdruck bringt. Also er jetzt die nicht durchstreicht, die nicht in Frage stellt, die Begeisterung nicht einklammert, dass er nicht sagt, ja, Gott liebt uns genau, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, aber das Kapitel Römer 9 ist nicht ein grosses Aber hinter der Liebe von Gott, die er vorher beschrieben hat. Aber das Kapitel Römer 9 ist eine Fortsetzung von dieser Geschichte. Der Paulus sagt, ja, nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes, die uns in Jesus gilt. Und diese Liebe nimmt uns in eine Geschichte, wo Gott mit uns schreibt, in eine Geschichte, wo wir selber beteiligt sind. Und eigentlich könnte man das ganze Kapitel lesen als einen Aufruf, unser Herz nicht zu verhärten, einem Wirken Gottes gegenüber. Das kommt übrigens dann auch, ich habe mich jetzt müssen auf das Kapitel beschränken, das ist schon komplex genug, aber das kommt dann in Römer 10 und 11, kommt das ausführlich zur Sprache, der Aufruf, sein Herz nicht zu verhärten, Gottes Wirken gegenüber. Und letztlich wird in Römer 9 schon deutlich, Gott hat Absichten für Menschen und Gott will die Absichten verfolgen. Und die Liebe Gottes gilt uns und wir sind aufgerufen, uns nicht zu verhärten gegenüber dieser Liebe von Gott, sondern die Liebe aufzunehmen in unserem Leben, in unserem Herz und die Liebe wieder zu spiegeln. Und ich finde das so, fundamental für die Zeit, wo wir drin leben jetzt. Ich habe
die letzten paar Monate, ich habe so oft so ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Im Blick auf die Corona-Krise, im Blick auf die News, die kommen, im Blick auf die Strategien vom Bundesrat, im Blick auf Sachen, die dann online gepostet werden. Und ich habe gerade in den sozialen Medien, wie sich da Sachen überschlägen, wie sich da der Ton verschärft, wie da zum Teil Leute wirklich verbittert über dem, was passiert und über dem, was andere denken und wie man sich da gegenseitig in die Haare geraten. Ich habe das Gefühl, es ist eine nervöse Zeit, die zum Teil nicht nur das Beste aus dem Menschen rausholt, sondern zum Teil auch das Schlechteste aus dem Menschen rausholt. Und das ist so eine fundamentale Botschaft für uns, zum sehen im Römer 8, die Liebe von Gott, die gilt uns, die steht in grossen Buchstaben über deinem Leben geschrieben. Und im Römer 9 zu sehen, die Liebe von Gott, die nimmt uns rein in eine Geschichte, die Gott mit uns schreibt. Und dieser Liebe von Gott gegenüber möchte ich mich nicht verhärten. Ich möchte ein Mensch sein, wo die Liebe von Gott kann empfangen kann, wo formbar bleibt für den Töpfer, der gute Absichten hat über unserem Leben. Du bist ein geliebter Mensch, du hast es zu tun in deinem Alltag, in deinem Umfeld, auf den sozialen Medien, du hast es zu tun mit geliebten Menschen. Du bist ein geliebter Mensch und du hast es zu tun mit geliebten Menschen. Und das macht so einen Unterschied für den Umgang. Ich habe mich mehr als einmal im Ton vergriffen und habe mich mehr als einmal auch wie ein bisschen verbittern lassen, Menschen gegenüber, in den letzten Monaten. Es kostet uns etwas, die ganze Zeit kostet uns etwas, egal wie du es drehst und wendest, egal wie du, von welcher Seite her du da denkst, ob du das Gefühl hast, man macht zu viel oder man macht zu wenig, es kostet uns etwas. Und wenn wir nicht in diesen Ressourcen von der Liebe Gottes, aus diesen Ressourcen können schöpfen, dann macht uns das hart. Jesus, ich bitte dich, dass du uns kannst zu dass du in uns Menschen findest, die weich und empfänglich bleiben deiner Liebe gegenüber. Jesus, ich danke dir, dass du deine Geschichte schreibst mit Menschen und dass du Absichten, Pläne, Berufungen aussprichst. Aber ich danke dir auch, dass du mit dem auch eine Geschichte anfängst mit uns, dass wir auch gefragt sind, dass es nicht etwas ist, das an uns vorbeigeht oder über uns hinweg, sondern dass wir gefragt sind, um auf deine Liebe zu reagieren und deine Liebe aufnehmen in unser Leben. Und ich bitte dich, dass uns das gelingt in dieser zugespitzten Zeit, im Moment, wo so vieles verunsichert ist, so vieles auch Tendenz hat, um uns verbittern oder um uns hart zu machen. Ich bitte dich, dass wir nicht hart werden in dieser Zeit, sondern können empfänglich bleiben, dass du in uns kannst Menschen finden, wo du kannst formen nach deinen Absichten in Jesu Namen. Amen.